Damn. Yeah. Hallöchen. Willkommen zum neuen Video. Wenn es euch jetzt ein bisschen, wenn alles ein bisschen komisch aussieht, ein bisschen ungewohnt, dass man hier so Ränder sieht und so. Ich lasse das heute mal so, nehmt es mir mal nicht übel. Ich bin hier immer noch am Umbauen. Und es fehlen noch so ein paar Sachen, deswegen sind hier noch so ein paar hässliche Kanten überall. Mal sehen, vielleicht bearbeite ich es noch so, dass man es nicht mehr sieht. Ich weiß aber nicht, ob ich es hinbekomme. Deswegen das schon mal vorweg. Dann noch was vorweg. Das Video hier ist ein Product Placement. Kann man so sagen, ja. Also das folgende Auto wurde mir zur Verfügung gestellt von Lightake. Markiere ich euch aber von daher, ne? Ich wollte es nur vorweg sagen, nicht, dass es danach wieder Geheule gibt. Nichtsdestotrotz werde ich meine ehrliche Meinung zu dem Fahrzeug sagen. Und ja, das ist es. Das Fahrzeug. Es ist ein 1:18er Crawler, gedacht für Kinder. Ja, so ab 8 Jahre, wie man hier oben sieht. Ist relativ klein, hat aber 2,4 GHz immerhin, hat auch Dämpfer, echte, hat aber keinen richtigen Regler und kein Servo. Das kann ich euch schon mal sagen. Ist halt wirklich, wird auch so direkt so verkauft. Link ist unten in der Videobeschreibung, kostet ca. 30 Euro das Teil. Wird auch direkt beworben als Kindercrawler oder als Kinder-RC-Toy, was es ja schlussendlich auch ist. Es ist halt nur ein Spielzeug. Das Ganze erinnert an einen Batera Slickrock. Und was besonders lustig ist, das wird den ein oder anderen vielleicht gar nicht auffallen, aber mir ist das direkt aufgefallen. Und zwar packen wir es mal beiseite, den Shit. Das Auto gibt es 1:1 von Amevi. Und bei Amevi heißt das gute Stück Conqueror. So, und jetzt schaut mal, was da steht. Oh, wartet, andersrum. Könnt ihr das sehen da unten? Conqueror. Das ist schon lustig, dass sich die Firmen, die diese Sachen aufkaufen quasi, sich noch nicht mal mehr die Mühe machen, den Namen zu ändern. Aber gut, nichtsdestotrotz gucken wir mal weiter. Bedienungsanleitung. Ja. Bringt mir wirklich sehr viel. Ach ne, hier ist Englisch. Okay, ich dachte schon. Ja, also der kann mit 4 AA-Batterien betrieben werden oder mit einem Akku. Ich weiß gar nicht, was hier ist dabei ist. Das müssen wir uns gleich anschauen. Ja. Dann muss ich mal schnell einen Seitenschneider holen. Ups. Wir machen das heute mal so ein bisschen lockerer. Wir schneiden heute mal nicht viel rum. Wir machen das mal ein bisschen im normalen YouTube-Style. Nicht so übertrieben, steril. So. Kleine Zänge tun wir weg. Das ist also die Funke. Oh, ich muss schon wieder aufstehen. God damn it. Oh, Mann. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schraubenzieher für die Funke. Mal schauen, was da reingehört. Shut up. Na komm schon, Mann. Schraube ziemlich lang. 3 AA-Batterien kommen hier rein. Okay. Die Schraube lasse ich gleich draußen. So einen Schwachsinn braucht niemand. Funke an sich. Plastik. Hat hier halt wirklich keinen Weg, sondern einfach nur klack, klack, Gas, rückwärts, vorwärts, rückwärts, rechts, links, hat also keinen richtigen Putty und nix. Also ja, der Knopf hinten erinnert ein bisschen an Spektrum, aber ja gut, also liegt gut in der Hand, muss ich sagen. Also das kann sie. Gut, gucken wir mal beiseite, was haben wir hier drin? Messer habe ich natürlich wieder vergessen, in meiner unglaublichen Intelligenz.
Oh mein Gott. Machen wir halt mal die harte Variante mit den. Oh, guck mal einer an. Batterien für die Funke. Und ein Akku. Krass. Und ein. Ja. Amerikanisches nicht, keine Ahnung. Japanisches Plug anscheinend. Boah, kann ich jetzt nichts damit anfangen. Ich würde den umlöten. Mal wieder beiseite. Machen wir den Kollegen mal noch los hier. Könnten wir ja mal schauen, ob da Saft drauf ist. Auf der Gerät. Den kleinen Kerl. Also ich muss echt sagen, vom Aussehen gefällt er mir ganz gut. Ja, auch Schrauben. Warum? Und hier hat man wie früher bei ganz alten Modellautos, bei RC-Autos so eine Justierung fürs Gas. Gas und Bremse. Auto steht auf Off. Oh, das ist ganz schön fummelig mit meinen großen Händen. Oha. Jetzt so ein Nupsi. So. So. Und dann. So. Der Sven kommt nächste Woche zu mir. Dann werden wir den Kleinen vielleicht mal mitnehmen. Mal sehen. Das, ob wir das machen, ob wir den wirklich mitnehmen, aber das ist eher was für drin. Wie gesagt, es orientiert sich an Kindern. Damit kann man, wenn man erst einen Sohn hat oder ein Mädchen, was interessiert ist daran, meine Mädchen sind es zum Beispiel nicht, können die damit im Kinderzimmer sich eine Strecke bauen und dann da ein bisschen rumfahren. Also hier, das funktioniert schon mal. Sucht er anscheinend. Ah! Okay. Okay, das ist hopp. Okay. Also er klettert schon mal komischerweise. Aber was heißt komischerweise? Also überraschenderweise. Klettert er ganz gut. Auch wie eine Art Drag Break. Also Flex ist ganz okay. Sieht man jetzt natürlich blöd. Aber hier ist halt, hier ist ein Motor drin. Kein Servo. Also ich muss sagen, ist gar nicht so schlecht, wie ich dachte, ganz ehrlich. Jetzt mir echt schlimmer vorgestellt. Der hat sogar kleine Plastikantriebswellen. Mega witzig. Die kleinen Links sind auch süß. Und hier habt ihr halt deinen Motor. Halt dann ein Motor für Vorderachse, Hinterachse und einen kleinen Motor fürs Lenken. Könnte man theoretisch auch umbauen, denke ich. Also hier vorne kriegt man auf jeden Fall ein Mikroservo rein. Das ist nicht das Problem. Kleinen Fahrtenregler könnte man machen. Ob es sich lohnt, ist die zweite Frage. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass das Ersatzrad, keine Ahnung, zwei Nummern kleiner ist als die Räder. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Die Räder an sich sind auch ein bisschen zu hart. Ich meine, das Auto wiegt ja nichts. Hätte man ruhig noch ein bisschen weniger machen können. Oder ein bisschen weicher, besser gesagt. Ja, mal sehen. Ich werde auf jeden Fall noch ein Vorvideo machen von dem kleinen Kerl. Und dann mal sehen, wie sich das Auto so schlägt. Erst im Unboxing, muss ich echt sagen, bin ich positiv überrascht. Ist ganz cool gemacht. Ist auch relativ scalig hier drin. Kennt man das? Hier drin sind auch Sitze und Schaltknopf und Lenkrad und alles. Also man kann alles gut erkennen. Schön ausgearbeitet. Hinten hat man noch einen Feuerlöscher, einen Spaten, einen Tank.
Ja, ist ganz süß, ist ganz lustig. Mal sehen, was wir damit noch anstellen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.